Dramatische Szenen am Residenzschloss in Ludwigsburg. Bei einer Ordensverleihung passiert es. Ein Sprengstoffanschlag. Viele Verletzte. Die Einsatzkräfte sind schnell vor Ort, entschärfen die Situation. Zum Glück ist das alles nur Teil einer Übung von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten. Denn die wollen im Fall der Fälle ein Konzept haben. Deshalb üben sie am Sonntag den Ernstfall. Statisten spielen Verletzte. Alles soll möglichst realitätsnah wirken. In einer solchen Schadenslage ist es so, dass wir im ersten Moment ja noch gar nicht genau wissen können, was ist passiert. Gibt es noch weitere mögliche Täter, die gegen Einsatzkräfte agieren können? Man muss die Lage so weit sichern, dass Einsatzkräfte des Rettungsdienstes begleitet durch Einsatzkräfte der Polizei an diesen Schadensort gelangen können. Aufgaben der verschiedenen Einsatzkräfte: Menschen in Sicherheit bringen, Verletzte versorgen und den Täter suchen. Zeitgleich in der Wildermut-Kaserne in Böblingen. Das Szenario hier: bewaffnete Täter erschießen Menschen. Es fallen Schüsse, die Polizei rückt aus. Über 1000 Einsatzkräfte sind an beiden Übungen beteiligt. Über 6 Monate Vorbereitung waren nötig. Das Szenario hat sich ja dann in den Landkreis Böblingen verlagert oder parallel mehr oder weniger. Gab es in dieser Art, in dieser Größe in Deutschland noch nie. Mein erster Eindruck war, dass die Zusammenarbeit tatsächlich gut war. Schließlich war die Vorbereitung auf die Übung auch lang, sollte reale Bedingungen testen, damit der Einsatz auch im Ernstfall klappt.